Oh. Dann hat es die gequietscht. Der Papa ist aus dem Büro geschrieben. Was machst du mit den Hunden? Ich so, die spielen doch nur. Nur mal umgedreht. Ja, das hat die nie gemerkt. Also, die lauf, lauf, lauf! Der hat ja nie was gemacht. Los! Hey, Jellyfay! Dein Papa! Die ist schon noch kleiner wie der Tino, gell? Ja, das ist auch schön so. Und die anderen? Die Juma-Marke. Hast du Bilder mit ihr jetzt gemacht? Ja. Darf ich mal gucken? Ich muss das eigentlich zu unterbinden drüben, ne? Sie darf zwar jeden Tag im Wald und so, aber sie riecht zwar. Aha. Aber so dass sie jetzt da nachwildern würde, gar nicht. Ja. Was sie absolut für eine Bude. Hey, tolle Kaylin! Ja, fein seid ihr beiden. Ja, lauft! Kaylin, spielen! Laufen! Kaylin! Super! Ja, fein! Mach nochmal hopp! Hier! Hopp! Super! Toll! Ganz klasse! Ganz super. Wir sind viel zu nah. Wie toll ist er denn? Mei, das ist aber ja, cool. Toll! Ja, so toll. Und der Tino hat einen Apfel. Tino? Tino, komm her. Ja, jetzt kann ich ihn dir nicht mehr werfen. Weiß, was ich heute noch zu fressen kriege. Ich habe heute in der Früh noch nichts bekommen. Muss ich es mir jetzt suchen. Dann lieber Gras fressen mit der Mama. Nee, die haben auch einen, auch einen Apfel. Ja. Ja. Und die Jelly ist so toll. Toll.
Super! Aber wie du an der Kamera vorbeiläufst, so, ich schau noch rein, ich guck noch rein, hallo. Bring hier. Jelly! Ja. Blöde ist, ich habe aber bloß so einen ganz kleinen Johannisbeerstrauch, wo maximal 10 Reben im Jahr drin sind. Und Jelly reizt davor schon runter und frisst zusammen Blätter. Oder Himbeeren hat man heuer einen halben Busch zusammenbissen mit Blättern, weil da eine Himbeeren dran. Mit der schmeißen wir mal, dass die Eimer fetzen kann. Aber die schaut schon sehr kaputt aus. Mit vielen Zahnabdrücken. Aus. Und hol's dir. Nur denke ich auch so. Ja, ja. Sind wir ja im Büro. Jetzt haben wir zwischen 10:30 und 11:00 eine Pieselpause für die Hunde eingeführt. Da gehen wir mittlerweile zu dritt in den Garten. Wir sind seit der Hohle Zimmer drin, draußen geblieben. Jetzt gehen wir zu dritt in den Garten, dann macht es wieder Geschäftchen. Auch schön immer im Laub oder im Gras, das heißt jetzt schon auch drauf. Dann um 12 fährt der Papa mit ihnen im Wald. Dann schläft es, dann um 4 kommt der extra wieder. Dann fährt er immer so her und macht so, nach dem Motto, bringen wir den Hund raus, oder? Ich kann jetzt nicht, merkt ihr das für später, ich muss jetzt mit meinen Mausis in den Wald, dann fahr er wieder mit ihnen ach, in den Wald. Ach du lieber Gott. Und wenn es so Sonntag ist und ich bin dann noch nicht um 11 bei ihm gewesen, wo ja, ist meine kleine Jelly JJ, sagt er, wo ist meine kleine Jelly JJ? Die muss jetzt doch in den Wald. Ach du lieber Gott. Ja. Man kann es aber übertreiben, gell? Ja, weil für Moritz ist das, Moritz macht bei uns in den Garten. Also der platzt eher, sag ich mal. Und deswegen muss der Papa im Wald, weil da kann er frei laufen, ja. Das ist sein Revier und dann kennt er aus. Kann er machen. Und dann nimmt der Jelly auch mal mit. Ja. Und Moritz muss halt zweimal am Tag. Weil in der Früh darf er schon immer ohne Leine ein bisschen rumlaufen, aber Moritz hört nicht mehr. Und jetzt, wo es dunkel ist, läuft er über die Straße und letztes Mal wäre er halb erfahren worden. Oh, und das Gott. Ist halt dann einmal so ein bisschen. Kannst du nicht entscheiden, was machen soll. Kaylin, komm mal her. Geh mal zu deiner Tochter. So ist fein. Weil dass die Frischfleisch irgendwo hinlegen würden, das ja, also nur die Hälfte. Aber die Kaylin will ihr es oft, ganz oft nicht nehmen. Nee, weil sie da zu faul ist, dass sie es zerbeißen muss. Weil wenn das normale, das Frischfleisch, das, ja. Das schlingt sie ja fast runter. Aber nur das, das stört sie, weil sie da wahrscheinlich so beißen muss. Und das nervt dann. Und dann legt sie es alle raus und zieht es dann über den Napf hin, dass wir überall schon die Blutflecken haben. Und dann fängt sie langsam aneinander an zu fressen. Wenn du aber dann hingehst, um ihr das zu nehmen, Dann geht es hier und schlägt es im Eimer rum. Ja. Und trifft den ganzen Hühnerhalt auf einmal. Also bisher ist fast jedes Mal in jedem Wurf ein Welpe fast erstickt am Hühnerhalt. Ja. Also haben es runtergeschlungen oder in einem runtergeschluckt. Und dann kam es oft vor. Kaylin, spuck aus. So ist fein aus.
aus. Ganz fein bist du, ganz toll. Jelly, jetzt weißt du, wie das ist, wenn du Mund ziehst. Hey Jelly! Hey Jellyfay, du leuchtest. Ist das klasse. Und jetzt hat sie sich den Knochen geklaut. Hey, Leute. Ja, das geht aber jetzt, dass du auch Glühwürmchen im Haus hast. Sieht echt lustig aus. Oh, jetzt hat es runtergefallen.